Die Wall Street extrem euphorisch, der DAX dagegen relativ schwach. Was ist da los? Warum ist das so? Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank Fed, in dem ja die US-Indizes, in dessen Währungsraum die US-Indizes sich bewegen, ja die Zinsen nicht gesenkt hat, aber der DAX ja schon von einer Zinssenkung profitieren konnte, zumal die Zinsen ohnehin günstiger sind oder niedriger waren schon als in den USA. Geld ist also billiger und dennoch scheint es nicht in den DAX zu fließen, vielmehr scheint es aus den DAX rauszufließen und möglicherweise in die US-Tech-Werte reinzufließen, die getrieben von KI-Euphorie und eben der Hoffnung auf sinkende Zinsen komplett auf Anschlag sind. Höher, weiter, schneller kann ja nur noch weiter steigen. Gar keine Frage vor der Anhörung von Jerome Powell heute im US-Kongress, aber schauen wir uns das Setup mal an und da gibt es vielleicht interessante Beobachtungen zu machen. Ich habe Ihnen hier mal einen Vergleich zwischen dem Nasdaq, der mal schlappe 40% hat zulegen können seit Jahresbeginn, und dem DAX präsentiert. Und wir sehen, und ich hoffe, dass Sie es sehen, es ist irgendwie seit Anfang Juni um und bei der Wurm ein bisschen drin. Und schauen wir uns mal an, was passiert ist. Anfang Juni, 6.6. hat die EZB die Leitzinsen gesenkt und 9.6. nach der Europawahl hat Monsieur Macron Neuwahlen in Frankreich ausgerufen. Und seitdem geht es nicht mehr so richtig voran für den deutschen Leitindex, gilt für andere europäische Indizes ähnlich, vor allem für den französischen CAC 40. Also was ist da los? Und meines Erachtens haben da ausländische Kräfte, ausländische Investoren Gelder abgezogen aus dem DAX. Wir wissen ja, dass mehr als die Hälfte des DAX gehört amerikanischen Investoren und die haben sich gesagt, das ist uns jetzt zu hotty hot, was da in Europa passiert. Da kaufen wir doch mal, was alle kaufen, nämlich solche Titel wie Microsoft, der Apple, nie wieder und wie sie alle heißen. Vielleicht gar keine so doofe Überlegung angesichts der Schuldensituation in der Eurozone und den Wahlversprechen, die hier gemacht wurden. Jetzt ist völlig unklar, wie es in Frankreich weitergeht, ob da eine Regierung zustande kommt, welche Linie die fahren wird. Wahrscheinlich werden eben Wahlkampfversprechen eingelöst werden müssen. Was bedeutet höhere Verschuldung? Damit kommt man in den Clinch mit der EU-Kommission, kommt man in Clinch vor allem mit den Investoren, die sich sagen, nee Leute, wir zahlen nicht für eure Schuldenorgie. Und bisher hat die Fed, kann man sagen, die Schuldenorgie bezahlt, indem sie massiv Geld gedruckt hat. Also die Amerikaner tun das. Sie haben schon länger aufgehört, Staatsanleihen zu kaufen, aber sie haben die Bilanzreduzierung reduziert und letztendlich hat die Fed diese ganze Verschuldungsorgie auch in den USA überhaupt erst ermöglicht. Und jetzt Jerome Powell vor, ich glaube, es ist der Bankenausschuss des Senates heute, vor dem er erscheinen wird. Und vor allem US-Demokraten sagen, naja Mensch, die Leute leiden unter hohen Zinsen, die Leute leiden unter hoher Inflation, senkt die doch mal und mal sehen, was uns der Jerome da zu erzählen hat. Hier sein ehemaliger Kollege Robert Kaplan, damals ein relativ hawkisches Mitglied innerhalb der Fed, der hat gesagt, ja, also ich anstelle der Fed würde mich hier vorbereiten, im September die Zinsen zu senken, aber ich würde keine Versprechungen machen bis dahin. Aber ich denke, sie positionieren sich in Sachen Zinssenkung, so Robert Kaplan. Und hier Liz Saunders unten sagt, also okay, die Fed beobachtet den Arbeitsmarkt sehr, sehr stark und wenn es da weitere Schwächezeichen gibt, dann würde die Fed die Zinsen senken. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die letzte Hoffnung auf den Fed-Pivot ja vor allem auch getrieben war durch einen fallenden Ölpreis. Das ist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr der Fall. Im Juni ist im Grunde der Ölpreis konstant gestiegen. Aber die Märkte, ich hatte es gestern gezeigt, bis auf Anschlagpositionierung in US-Futures, Dealer-Gamma, Hedging-Positionen von den Verkäufern der Optionen, Vermögensverwalter, Haushalte, alle bis zum Anschlag drin, weil kann ja nur noch weiter nach oben gehen. Jetzt zum Beispiel Goldman Sachs mit einer Mail von Scott Rubner an die Kunden. Und die sagen, das ist unsere letzte bullische Equity-E-Mail, die wir Ihnen senden. Die letzten Bären haben kapituliert, jeder ist jetzt im Pool.
Und es gibt überhaupt keine Nachfrage nach Protection, nach Schutz eben vor einer Bewegung nach unten. Und immer wenn die Nachfrage nicht da ist, dann ist das Risiko am größten, dass sie bald deutlich höher wird, weil eben diese Protection gebraucht wird. Wir sehen mal hier jetzt, Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Und schauen wir uns mal die Price-to-Earnings-Ratios an. Nvidia 75, Tesla 65, Amazon 56, Microsoft 40. Also die müssten mal 40 Jahre eben Umsatz machen, um das zu rechtfertigen ohne Kosten. Und schauen wir dann auch mal Price-to-Sales-Ratio. Oder das ist hier der Umsatz, genauer gesagt, der Earnings sind ja die Gewinne. Jedenfalls schauen wir uns mal Price-to-Sales-Ratio an, da ist Microsoft bei 15. Also das ist ein alles über 10 ist extrem teuer. Also 5 bis 6 ist noch okay, da sehen wir Google, Amazon, okay, die natürlich nur durch ihr Cloud-Geschäft Geld verdienen. Aber however, Microsoft merken wir uns mal und gucken uns jetzt zunächst mal Apple an. Wir haben eine Price-Earnings-Ratio von 35, in den letzten 10 Jahren war der Durchschnitt 22, also sehr, sehr teuer. EBITDA-Ratio 27, 10-jähriger Durchschnitt ist 5 und Price-to-Sales, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz 9,3. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre war 5,0, also wir können sagen, Apple ist fast doppelt so teuer wie im Durchschnitt oder doppelt so hoch bewertet wie im Durchschnitt. Und hier sagt ein kluger Mann, die Amerikaner lieben Finanzmarktmanien. Und er zeigte zum Beispiel, dass Microsoft, die ich vorhin erwähnt habe, etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr ausgibt für irgendwelche Datacenter. Und er sagt, dieses Geld wird niemals wieder reinkommen, das ist im Grunde verschleudertes Geld. Genau darauf warten aber natürlich die Märkte, wow, KI, das wird sich total lohnen, das wird alles komplett verändern. Und natürlich wird es etwas verändern, aber so wie die Leute erwarten, nein, sagt Goldman Sachs jetzt in einer Analyse. Wir haben jetzt 18 Monate generative KI und es gibt keine einzige wirkliche wahre transformative Technologie, die das Ganze rechtfertigen würde. Daher wird zu viel investiert für zu wenig Ertrag, der dabei rauskommt. Und man spricht auch hier bei Goldman Sachs eben über die Kosten, die da entstehen für die Unternehmen, die unfassbar schwer reinzuholen sind, aber was du Jahre brauchen für diese Anlaufkosten, die du hast. Also hier sehen wir, dass Goldman Sachs offenkundig, zumindest hier diese Herrschaften, die diese Analyse rausgegeben haben von Goldman Sachs, den Glauben verliert, dass das Ganze möglicherweise so ganz toll laufen wird. Gleichzeitig sehen wir nicht nur den S&P auf Allzeithoch, sondern auch die Forward Expectations, also die Gewinnerwartungen, weil man eben sagt, KI, KI, KI wird natürlich unfassbar viel hier an Gewinn abwerfen für die Unternehmen. Dann sehen wir, das Put-Call-Ratio ist jetzt bei 0,58, niedrigster Wert seit August 2015. Ich glaube 2015 im August war die Abwertung des Yuan durch die Chinesen. Kann aber auch 2014 gewesen sein, weiß ich schon immer aus dem Kopf. Und da hat es ein bisschen gerumpelt. Damals Limit Down, wurden die Futures vom Handel ausgesetzt, schwamm drüber. Tobin's Q ist eine Bewertungsmethode, die sagt, okay, was müsstest du bezahlen, wenn du die physikalischen Assets ersetzen müsstest für eine Equity, für einen Wertgegenstand, für ein Unternehmen. Und wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 120 Jahren. Also der Markt ist extrem billig, können Sie daraus schließen. Und so sagt Diadeni, der durchaus bullish ist, es ist ein bisschen ein Déjà-vu, so wie in den späten 1990er Jahren. Und da hat der Mann natürlich absolut recht oder vielleicht sogar im Vorfeld von 1929, damals ja auch diese Euphorie. Damals Irving Fisher, der sagte, also die Aktienmärkte haben, wie es aussieht, ein dauerhaft hohes Plateau erreicht. Und dann Graham und Dodd haben dann 1934 gesagt, making money in the stock market was now the easiest thing in the world. Es war nicht, es war nur notwendig, die guten Aktien zu kaufen, egal wie viel sie kosten, und dann einfach zu gucken, wie sie immer weiter steigen. The results of such a doctrine could not fail to be tragic, und die wird auch diesmal tragisch enden. Die Frage ist eben nur wann, wie lange sozusagen dieser Hype noch auf die Spitze getrieben werden kann. Hier sehen wir mal, natürlich haben wir damit auch eine Art finanzielle Asset-Inflation. Hier sieht man mal, wie viele Stunden man arbeiten müsste in den USA, um sich einen S&P zu kaufen, also 5.500
Dollar um und bei. Und da sehen wir, das ist schon ziemlich krass. Der Nasdaq hat jetzt ein neues Allzeithoch gestern erreicht zum S&P 500. Und hier sehen wir mal, gestern war der Tag mit der niedrigsten realisierten Volatilität außerhalb von Weihnachten und kurz vor Thanksgiving, wo ja auch nichts mehr los ist. Gleichzeitig haben wir die größte Konzentration, 3-Monats-Korrelation, negative Korrelation zwischen den Aktien, die steigen und fallen in Relation zum S&P 500. Das heißt, es steigen sehr wenige Aktien und dennoch ist der Index auf Allzeithoch. Wir haben jetzt sogar das Niveau von der Dotcom-Blase unterschritten. Auch damals war das ja offenkundig total sexy, bestimmte Werte zu kaufen und Preise dafür zu bezahlen. Gleichzeitig, wenn wir das jetzt mal mit der ökonomischen Realität abgleichen, sehen wir frische Daten jetzt aus dem Kreditbereich aus den USA. 7 Milliarden Dollar haben die Konsumenten jetzt nochmal sich genehmigt. Im letzten Monat zahlen durchschnittlich 22% Kreditzinsen bei ihrer Kreditkarte. Wir sehen dann solche Headlines bei CNBC: Inflation Outrage. Auch wenn die Preise nicht mehr so stark steigen, Walmart, Chipotle und andere fühlen die Hitze von immer skeptischer, weil zurückhaltender werdenden Konsumenten. Die können schlichtweg nicht mehr. Und hier sehen wir nochmal den Unterschied zwischen Nasdaq Advanced, die Kleinlinie, und dem Index. Der Index steigt immer weiter. Die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zu denen, die fallen, geht dagegen immer weiter nach unten. Economic, diese Differenz zwischen dem, was da passiert, und der Realität könnte nicht offensichtlicher sein. Aber offensichtlich spielen die anderen Aktien eben eine bereits schwache Wirtschaft, während die großen Tech-Aktien sich sagen, weißt du was, KI funktioniert immer. Damit werden wir alle furchtbar reich. Wir sehen jetzt, dass auch die Konsumenten zum Beispiel sagen, sie haben immer mehr Schwierigkeiten, jetzt Ausgaben, selbst Gutverdiener, also Leute, die mindestens 50 bis 100.000 Dollar verdienen, also ordentlich verdienen, in den USA sagen, also wir haben große Schwierigkeiten, unsere Schulden zu bezahlen, unsere Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig einzuhalten. Rechts sehen wir mal Lumber, also praktisch Bauholz, 20% gefallen seit Jahresbeginn. Fitch hat jetzt gesagt, wir sehen eine deutliche Verschlechterung des Wachstums in den USA in der zweiten Hälfte und sehen auch weiter Probleme im chinesischen Hausmarktsektor. Dazu gleich mehr. Wir sehen Goldman Sachs jetzt auch mit der Aussage, dass das Volumen in Single Stock Options abnimmt. Also die Wetten offenkundig auf fallende Kurse nimmt derzeit ab. Das sei gelegentlich ein ganz guter Indikator für bevorstehende Schwäche. Apropos Schwäche, hier sehen wir den guten Joey, wie er versucht wird, gestützt zu werden. Jetzt war ein Parkinson-Arzt oder ein Arzt, der auf Parkinson eigentlich spezialisiert ist, achtmal bei Joe Biden, aber das Weiße Haus negiert alles und sagt, nein, nein, der nimmt keine Medikamente gegen Parkinson, das ging nicht um Parkinson, etc., etc. Die Wähler wissen natürlich, wie Peter Schiff hier sagt, dass, wenn sie Biden wählen, dass sie Kamala Harris wählen, weil Biden wohl nicht mehr in der Lage sein wird, nochmal weitere 4 Jahre hier durchzustehen. Und die Unruhe wird jedenfalls immer größer bei den Demokraten, nachdem jetzt vor allem ein Bericht im Wall Street Journal erschienen ist, dass damals Biden beim G7-Treffen nicht in der Lage war, 2022 den damaligen Kanzler, ich glaube, das war Juni 22, das müsste schon Scholz gewesen sein, oder war das? Ich glaube, ja. Jedenfalls oder war das noch Merkel? Jedenfalls war Biden nicht in der Lage, weil er zu müde war sozusagen und ins Bett musste, schon 2022, Juni 2022, also vor 2 Jahren. Gleichwohl will ja Biden an seiner Kandidatur festhalten, hat sich jetzt mit schwarzen Abgeordneten der Demokraten getroffen, um da zu versuchen, Unterstützung zu bekommen. Viele Geldgeber haben gesagt, wenn Biden bleibt, dann zahlen wir nicht mehr, dann machen wir das Portemonnaie zu. Kommen wir noch mal kurz nach China. Hier jetzt Yangji Bank of China, die bankrott gegangen ist. In etwa einer Woche jetzt 40 Banken, die verschwunden sind. Und hier bei dieser Yangji Bank eine wütende Menge, die sagen, wir wollen unser Geld zurück. Also da ist ein bisschen Stress im Bankensystem, eben auch wegen des Immobilienmarktes. Und weil viele Banken eben Kredite vergeben haben in einen Immobilienmarkt, der jetzt in einer Krise ist. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen, hohe Zinsen, was Sie vor der heutigen Anhörung von Paul wissen sollten. Ich denke 14:30, bin aber nicht ganz sicher, kommt der Redetext
dann von Paul. Und 16 Uhr beginnt die Anhörung. Da ist oft viel Blabla von Abgeordneten. Es dauert relativ lange. Der Redetext wird das Interessante sein. Erste Empfehlung. Gerne weiterempfehlen über Social Media. Und was ist mit Bitcoin? Der deutsche Staat verkaufte zuletzt große Mengen. Gab ja auch Forderungen, dass manche einer gesagt hat, Mensch, lass uns doch diese Bitcoin als Reservewährung behalten. Aber offenkundig passiert es nicht. Deutschland verkauft. Was da abgeht, können Sie hier in diesem Artikel lesen. Auch gerne weiterempfehlen. Und ich sage jetzt Servus und Ciao.